Wir schlafen Leute. Jetzt, gell? Wir drehen jetzt. Sehen? Oh, hi. Guten Morgen. Ciao. Ich werde dich für immer und ewig verlassen. Du wirst dich nur schminken. Ja. Also dann, ab dafür raus jetzt hier, komm. Carmelita, wir müssen los. Mitte, pack deine Sachen, wir gehen. Wir fahren jetzt rüber, Leute, zu Krass-Klassenfahrt-Dreh und... Heute ist dein letzter Tag. Ich habe gerade eine Maske bekommen von Nathan und du hast gerade gesagt, die gefällt dir nicht. Das werde ich ihm jetzt sagen und dann wirst du die ganze Zeit Streit mit ihm haben und ich fahre weg. Und ich habe auch eine bekommen, aber ich habe mir in schwarz ausgesucht. Tja, ich sag ihm das jetzt. Ja, und Nathan, Carmelia gefällt die Maske nicht, ne? Wer hat das gesagt? Die da sitzt. Wer hat das gesagt? Diese. Was hast du gerade über meinen Rücken gesagt? Was hast du gesagt? Oh, es war so schön, als es nicht hier war. Kannst du dich da mitnehmen, Revi? Ey, ich krieg aber auch ehrlich gesagt echt schlecht Luft unter dir. Ich hätte einfach nur mitnehmen sollen. Danke, Bro. Wir drehen jetzt extra Content. Was sagst du? Bro, OnlyFans-Account kommt. Geil! Was drehen wir denn? Entweder oder. Es wird ja haben wir das nicht eben im Hotel gedreht für dich? Wer würde eher, aber ja, genau. Jedes YouTube-Format ist das gleiche. Und ihr seid alle so dumm und guckt euch immer dasselbe an. Ihr seid so dumm, alle, Alter. Aber so Videos witzig geworden. Wer würde sich eher vor dem anderen ausziehen, Carmelia? Alter, was? Voila, das ist witzig! Voila! Ich kann das nicht aussprechen, ich sage immer voila. Das Geile ist, ich habe mich heute so richtig beschwert, meinst du, oh, jetzt muss ich hier zwei Vlogs machen wegen Internet. Hey, ist ja eigentlich voll genial, muss ich morgen nicht arbeiten. Ja, nice! Ja, ich bin weg. So, dann drehen wir jetzt. Also los. Wir schlafen jetzt, gell? Wir drehen jetzt. Sehen? Wieso ist der Koffer eigentlich so groß wie du? Ist nicht. Der ist schwerer als du, der Koffer, ne? Es ist nur eine Ansicht, wie du das dann aufnimmst. Ja, und jetzt? Sieht aus wie von so einer Party aus Berlin, ne? Szene jetzt, ne? Ja. Cool. Bleiben die anderen hier drin? Ja, ja. Ich bin nicht gewöhnt, aber nicht mit so einem großen Team. Normalerweise filmt nur mein Vater. Wie siehst du aus? Wie siehst du aus? Wieso bist du angezogen? Hey, ich schlaf so. Hä, nein. Der hat gerade gesagt, das ist bei Krass-Klassenfahrt normal. Nein, du musst nackt sein. Zieh dich aus. Alter, das hat mir keiner gesagt, Digga. Was ist denn? Hä, du musst wenigstens deinen Oberkörper. Das muss doch realistisch aussehen. Komm schon. Meine Mama schaut zu. Ich muss sie stolz machen. Indem du mit nackten Leuten im Bett liegst. Ja. Konzentrieren, Leute. Dein Körper macht so Erdbeben-Ding. Und bitte. So. Ist das in Ordnung, wenn er in die Kamera guckt? Habe ich in die Kamera geguckt? Ey, ich wollte dich schon immer schlagen. Oh, hi. Hi. Guten Morgen. Hi. Ey, jetzt mal ganz ehrlich, Mann. Ich wollte kurz gesagt haben, also wir haben uns ja jetzt geküsst. Das stand ja nicht im Skript, ne? Doch, das stand im Skript. Echt? Ja. Oh, ich dachte, war das nicht? Nein, das stand einfach im Skript, deswegen. Wann schwenke ich auf den Proteincheck? Wenn ich trinke, oder? Ja. Ja, ich schon, ne? Frau Bra, ich komme. Irgendwie sowas. Und bitte. Ich muss zu ihr fahren. Frau Bra, ich komme. Du hast gerade gesagt, irgendwas mit, also ich mach so einen Witz, dass ich Minderjährige geil finde. Ja. Das ist ja nicht der Fall, nur um das zu clarifyen, also dass wir das schon mal vorab, dass du das geschrieben hast und nicht ich. Aber du hattest dir die Szene gewünscht. Nein, 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 du hast das gerade vorgelesen und ich war ein bisschen verwirrt deshalb, also weil das, also... Da finde ich jetzt, also verstehe nicht, warum du jetzt diesen ja Move nicht, machst. Ich bin ja nicht, Olli. Aber du hast ja extra die Nachricht geschrieben, kann nur die Szene bitte auf jeden Fall mit reinnehmen. Nee, nee, habe ich ja nicht. Also du kannst die Nachricht ja jetzt zeigen, wenn... Ich habe mein Handy gerade nicht hier. Ja, nee, das ist tatsächlich, das haben wir ein Skript geschrieben, genau. Und weil du auf Minderjährige. Richtig. Findet ihr sich aus damit? Ich würde mit dir schlafen. Ja? Ja. Nur wegen der Mütze jetzt? Nur wegen der Mütze. Und ohne nicht? Propeller, der macht das Ganze irgendwie sexy. Ich bin jetzt beleidigt und gehe hier in die Asche rein. Er raucht ja eigentlich. Wanz, das ist er. Er raucht. Oh, wir drehen ja drin, Jonas. Du kannst ja gar nicht mit rein. Weil dein Schild ist, wo die Hunde draußen bleiben sollen. Zieh den Mundschutz wieder an, bitte.
Kann ich dich kurz was fragen? Das ist ja so ein bisschen autobiografisch, dokumentarisch hier. Bist du damit zufrieden, wie ich momentan schauspiele? Findest Nein. du dich Was sagst du? Wir sind super happy. Ja? Mhm. Waren viele One-Taker dabei, ne? Das stimmt, ja. One-Hit-Wonders. Aber gestern hat sich jemand die ganze Zeit versprochen, da mussten wir mehrmals aufnehmen. Und noch eben hat jemand gelacht in unpassenden Situationen, obwohl wir Streit hatten. Vielleicht bist du kein guter Schauspieler. Vielleicht sollte ich nächstes Mal Frau Bra spielen. Stell dir mal vor, Ich würde so gerne Frau Bra sein. Ich würde richtig gut darin aussehen, ich schwör's euch, Leute. Ja, ich drehe hier gerade, ne? Sau unangenehm. Szene 3, 13, O-Ton, Take 1. Und bitte. Ey, die Produzenten dieser Serie sind komplette Vollspasten. Warte, wirklich. Jetzt hier schauen? Ja. Okay. Ey, diese Produzenten von dieser Serie sind ja komplette Vollspasten. Ich meine, ich komme immer hier hin und kläre mir jedes Mal Warte, die Lehrerin. Du musst hier jetzt mir schauen. Ey, diese Lehrer. Ey, diese Produzenten von dieser Serie sind komplette Vollspasten. Ich meine, ich komme immer hier hin und kläre mir die Lehrerin, hau ab. Jedes verdammte Mal, weißt du? So, also. Das. Excuse me, was heißt denn jedes Mal? Oh oh. Okay, Leute, wir drehen jetzt die vorletzte Szene und es wird ganz, ganz wild, weil alte Charaktere zurückkehren. Vergangenheit holt mich ein. Was das genau bedeutet, das darf ich euch oder kann ich euch, will ich euch gar nicht erzählen, weil ihr das selber schauen müsst. Aber ich sag mal so, der Osterhase kehrt zurück. Der hat jetzt einfach alles schon verraten. Das werden die Leute nicht verstehen. Das wäre eine ganz subtile Andeutung hier an der Stelle. Ich habe sie auf jeden Fall wieder komplett ins Zeug gelegt. Ich habe, wie gesagt, das Drehbuch nur zu den Teilen lesen können, wo ich drin war. Und das ist schon so geisteskrank, dass ich gespannt bin, was der Rest so... So ein bisschen wie bei Game of Thrones. Wir geben immer nur die Szenen an die Darsteller raus. Ah, okay, okay, also nicht das Komplette. Mhm. Ich sehe schon. Das Ding ist, glaube ich, ich habe mir die anderen Sachen extra nicht angeschaut, weil ich natürlich darauf reagieren will. Oh Gott, da war es schon, Leute. Und dementsprechend habe ich mir halt Zeit rausgenommen und habe mir extra rausgenommen, das mir halt nicht reinzuziehen, weil ich, wie gesagt, den ganzen Kram mir noch selber anschauen möchte. Bin ich mal gespannt. Also das wird auf jeden Fall eine ganz, ganz wilde Staffel hier, was ich teilweise schon mitbekommen und gesehen habe. Eieieiei, was war da schon wieder los? Jetzt heißt es für mich wieder, eine altbekannte Szene zu drehen, wie bei der letzten Staffel. Hier nochmal kurzer Einschnitt, ihr seht's. Okay. Hinter einem Holzpfosten stehe ich hier und muss ein bisschen... Weil hier läuft nämlich eine junge Dame hoch, die ich mal wieder hinterher spioniere. Man kennt mich, der Boss. Frau Bra, denken Sie, ich bekomme das nicht mit, was auf dem Klassenfahrt. Schwierig, schwierig. Ist auch langweilig hier, Alter, man merkt das vielleicht, ne? Also wir müssen dann jetzt Tabisha neu drehen, wenn wir jetzt drin. Warum, wegen der Sonne? Mhm. Ja, toll. Aber die Location ist geil. Und bitte. Ich wollte mich einfach mal entschuldigen, so für diese ganze Geschichte, ist mega dumm gelaufen, war von mir. Ja, kannst du laut sagen. Also, ich verlange ja auch wirklich nicht viel von dir. Ich wollte mich einfach entschuldigen, so für eben und für das, was ich gesagt habe. Aber ich, guck mal, ich verlange ja auch nicht viel. Reden wir nicht drüber. Toll, war eine mega gute Szene, echt schön gespielt. Was machst du eigentlich den ganzen Tag? Du bist die ganze Zeit in deinem Zelt. Nerv mich jetzt nicht. Besoffener Asozial, der ist den ganzen Tag betrunken hier. Hey, ist alles gut. Abstand, okay? Ja. Ist Alkohol? Was? Nein, hab ich nicht. Nathan, guck mal, du hast jetzt auch mit mir gedreht, ne? Würdest du sagen, das war schauspielerisch gut? Absoluter Müll, Schmutz. Also so ein Schmutz. Wir mussten ja zweimal neu ansetzen, weil du nicht wusstest, was und du sagen. Und danach noch dreimal, weil einmal Mini-Cooter nicht weiß, was sie sagt. Und du einfach stammelst, als wärst du geistig behindert. Das war ja Teil der Szene, dass ich stammel. Oh. Ich sollte ja stottern am Ende, weil ich ja traurig und mich entschuldige und... Ich habe irgendwas falsch verstanden. Ja, also war gut. Nee. Kann ich dich kurz was fragen? Deine Meinung zum Thema, also ist jetzt ein bisschen privat vielleicht, ne? Mhm. Aber ich würde trotzdem gerne wissen, was du dazu sagst, okay? Mhm. In Anbetracht der aktuellen Lage in diesem Land, deine Meinung zum Thema? Zu was? Danke. Jo, Nata! Ganz kurz, Nathan, schau mal, momentan haben wir echt eine schwierige Lage in diesem Land, so, ne? Mhm. Mit diesen ganzen Dingen, die gerade so abgehen. Und ich wollte meine Masken machen gerade, oder? Nee, ich wollte ganz kurz nachgefragt haben, so, generell deine Meinung zum aktuellen Thema. Also, das ist Corona? Ja grad, es ist ja gerade sehr viel los, so. Deine Meinung zum Thema? Zu welchem Thema? Corona. Achso, zum momentanen Thema, ja, ich bin einfach extrem erfreut. Perfekt. Amelia, kannst du mir vielleicht ganz kurz eine Frage beantworten? Guck mal, momentan ist ja echt viel los und so, ne? Und ich wollte mal ganz kurz wissen, was du hältst von... Ich halte dir einfach, das ist alles... Danke, Bro. So, und damit ihr mal kurz einen Blick dazu bekommt, was es hier immer so zu... Fuck, Alter. Damit ihr mal einen kurzen Blick dafür bekommt, was es hier zu essen gibt. Irgendeinen Spargel mit Kartoffeln, Salat. Hm? Das schmeckt, oder? Super. Ich hab so Hunger. Oh, ich freue mich drauf. Ich freue mich richtig. Ich werd's mir richtig reinschaufeln, du. Also dann, auf einen guten Appetit. Ich fahr jetzt gleich nach Hause. Dein Vlog ist jetzt hier mit
zu Ende? Das muss ich gucken, je nachdem, sage ich mal, wie viel, viel Minuten ich jetzt hier habe. Das muss natürlich über 10 Minuten sonst sein. Sonst kannst du ja noch aufnehmen, wenn du mir einen Liebesbrief schreibst. Kann ich machen. Das Ding ist, ich habe echt lange nicht mehr geschrieben. Du kannst ja kopieren, einfügen. Ich mache einfach aus Internet und druck es aus. Ja. Ich würde sagen, Leute, an der Stelle beenden wir es dann hier. Es war mir eine große Freude, hier gewesen zu sein. Die Gage war extrem gut. Danke dafür nochmal, Jonas und Jonas. Deine Rolle war auch super. Arschgeile Nummer. Tschüss.